So kommen wir einfach nicht weiter. Richtig, wenn jeder von uns nur seinen eigenen Interessen nachgeht, du kannst eben nicht immer recht haben. Ich habe immer recht. Schließlich bin ich derjenige mit Erfolg. Nein, nicht das schon wieder. Ey, wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir unsere Ideen mischen. Und so ein mickriger Filmpreis macht noch lange keinen Meister. Richtig, deine Selbstverliebtheit bringt uns eben auch nicht weiter. Außerdem, Toni und ich wurden jetzt einmal zu oft zurückgestellt. Und was bringt uns das? Richtig, kein Erfolg. Heul leise, Clarissa. Ihr seid doch nur beleidigt, weil ihr nicht mehr gut genug für mich seid. Dieses Gespräch ist so unnötig. Wie willst du es denn sonst klären, ne? Die Vergangenheit sollte jedenfalls keine Rolle mehr spielen. Ich habe mich schon tausendmal entschuldigt. Das zwischen Toni und mir ist geklärt. Wäre ich mir nicht so sicher. Das hier ist bisher nichts als Müll. Und woran liegt das? Weil ihr keine Hilfe für mich seid. Du bist also jetzt der Chef, ja? Er ist schon die ganze Zeit der Chef. Zumindest denkt er das. Ach, jetzt meint ihr, ich zwinge euch eine Hierarchie auf? Das tue ich ganz sicher nicht. Im Gegenteil, ich helfe euch. Ich lasse euch an meinem Erfolg teilhaben. Ja, der Erfolg, der dir zwar einen Preis, aber keinen Zuspruch des Publikums einbrachte. Nico, sieh es ein, lass uns dir helfen. Tu es nicht. Du willst sie nicht verletzen. Oh, ich würde sie so gerne umbringen. Ich kann deine Arroganz nicht mehr ertragen. Du egoistischer Wichser! Das ist es. Was? Na, das Drehbuch. Das ist sie. Das ist die beste Idee, die wir seit langem hatten. Und wieder einmal war es meine Idee. Wir geben den Leuten Popcorn und lassen sie glauben, dass alles wäre real. Jetzt geht das schon wieder los. Glaubst du wirklich, die Menschen lernen dadurch, dass Wut und Egoismus nicht zur Gewalt führen sollten? Es stimmt schon, was wir da in unserem Drehbuch geschrieben haben. Was? Naja, es passiert doch gerade. Nico ist derjenige, der alles zerstört. Und wofür? Jetzt erschafft doch kein Problem, wo keins ist, hä? Wie wäre es, wenn du dich nicht immer als großen Chef aufspielen würdest und stattdessen unser Leben verlässt? Wir beide werden nämlich unsere Erfolge teilen. Das reicht. Fabi macht die Kamera aus. Sofort. Das wird nicht nötig sein. Wir wollten sowieso gerade gehen. Na dann geht doch! Und lasst euch hier nie wieder blicken. Ich krieg das auch alles ohne euch hin.